der erste Vorstand des Sportclub Vogelheim. Von rechts Vorsitzender Franz Stahlschmidt. In der Mitte Geschäftsführer Karl-Heinz Wolf. Links Schatzmeister Andreas Heumann. Die Gründungsmitglieder des Sportclub Vogelheim. Der erste Trainingsabend am 28. April 1999 in der Kleinstraße 32. Zweiter Trainingsabend am 5. Mai 1999. Die erste Vorstandsversammlung des Sportclub Vogelheim. Trainingsabend am 9. Juni 1999. Kinderfest in Vogelheim am 12. Juni 1999 auf der Wiese vor der Kirche Kleinstraße. Trainer Franz Stahlschmidt mit dem EU-Kandidaten der SPD, Herrn Jens Geier. Der Sportclub Vogelheim führte hier eine Boxdemonstration vor auf dem Kinderfest in Vogelheim.